easy go. Moin und damit herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial, beziehungsweise Tutorial-Reihe jetzt. Und zwar, wie erstelle ich ein komplettes Battle Royale, beziehungsweise Third-Person-Shooter wie Fortnite, PUBG, etc. In diesem Tutorial zeige ich euch jetzt erstmal, wie ihr ein Main-Menü stellen tut, Hauptmenü. Im nächsten Video, beziehungsweise im nächsten Teil, zeige ich euch, wie ihr die Settings einstellen tut, wie ihr Schatten deaktivieren könnt und so weiter und so fort. Wie gesagt, jetzt erstmal in diesem Teil Main-Menü erstellen, so dass man in das Spiel reingehen kann und auch ein Benutzeroberfläche hat. So, zuerst erstelle ich mir einen Ordner. Ich nenne die einfach mal. Nehme ich jetzt einfach mal kurz Maps. In dem Maps-Ordner stelle ich ein Level. Das nenne ich jetzt Main. Und ein User Interface Widget Blueprint. Das nenne ich Menü. So, jetzt gehen wir hier rein. Und dann gehen wir ins Menü. So. Ich habe mir jetzt mal ein paar Buttons gemacht. Ich verlinke euch unten eine Website, da könnt ihr euch Buttons kostenlos erstellen. Ja. So, wenn ihr dann die Buttons eingefügt habt, dann tut ihr einfach die Bilder editieren und macht hier bei Texture Group UI. Dann ist auch der Hintergrund transparent, wenn ihr transparenten Hintergrund habt. So macht ihr jetzt mit jedem einzelnen Bild. So. Oh, ein Bild habe ich noch. So. Und das hier wird jetzt unser Hintergrund einfach, damit wir zumindest einen ansehbaren Hintergrund haben. So, zuerst schiebt ihr bei Common einfach das Image hier rein, tut den Anchor bei Anchors unten rechts das holen und macht alles auf 0. Bei Brush holt ihr dann euer Image. Und gut. Dann zieht ihr einfach so viele Buttons rein, wie ihr haben wollt. In dem Fall sind es bei mir jetzt 3. Die tut ihr jetzt einfach irgendwo hinmachen. Ich tue sie oben wie bei Fortnite halt hinmachen. Ja. Dann macht ihr hier Style, Normal. Wählt dann euren Button einfach aus, den wo ihr haben wollt. Und dann macht ihr hier bei Draw All Image. So. Könnt ihr nämlich Rechtsklick auf Normal machen, dann Copy, Paste, Repressed, damit es schön aussieht, einfach mal ein bisschen dunkler machen hier. So. Das mache ich jetzt mit den zwei anderen Buttons auch noch schnell. So.
So. So, jetzt habt ihr schon mal das Interface gemacht. Denkt dran, immer die Anchors zu setzen. Weil sonst könnt das später, wenn ihr die Auflösung in den Options ändern tut, zu Problemen führen. So, jetzt suchen wir erstmal hier bei Leaf Game, das ist am leichtesten. Ganz runter scrollen, dabei Events onclicked. Eine Note rausziehen. Machen hier jetzt einfach Quit Game. So, fertig. Mehr braucht ihr jetzt beim Exit nicht zu machen, also wenn ihr das Spiel verlassen wollt. Hier wird's, ich sag jetzt mal, ab jetzt ein bisschen trickiger. Jetzt zieht ihr hier einfach einen Open Level raus, also wieder eine Note mit Open Level. Hier müsst ihr jetzt euren Level Name einfach eintragen. Bei mir ist das jetzt standardmäßig die Map. So, als Save, gut. Jetzt tut ihr hier in dem Level Blueprint, wenn ihr im Main Level seid oder wie ihr das Level auch nennen wollt, oben auf Blueprints, dann Open Level Blueprint, dann bei Event Begin Play, Create Widget machen. Holt ihr jetzt euch den Get Player Controller. Hier holt euer Widget. Macht ein Add to Viewport. Also Create Menü Widget. Player Controller vom Owning Player. Und hier ein Add to Viewport. Aus dem Player Controller zieht ihr jetzt ein Set Show Mouse Cursor. Macht ja. So. Und macht bei Set Show Mouse Cursor ein Set Input Mode UI Only. Widget and Focus This. Und der Player Controller ist hier hin. Compile. Save. So. Jetzt gehen wir in unsere Map rein. Gehen nochmal auf Blueprints, Open Level Blueprint. Machen jetzt hier ein Event Begin Play. Wir machen jetzt einfach ein Set Import Mode, Game Only und ein Get Player Controller, mehr nicht. Compile, Save. So, jetzt gehen wir wieder in unser Main rein und ihr seht, Leave Game, tut das Spiel beenden und Play, kommt ihr ins Level rein und habt dann volle Kontrolle über das Spiel. Fertig sind wir. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil kommt heute Abend um 20 Uhr. 21 Uhr so in dem Dreh. Haut rein. Bis heute Abend.